Was machen wir heute eigentlich? Was? Was machen wir? Warte. Illusion. Schön, dass ich nicht glauben. Noch mal gesehen habe. Lass uns mal nuckeln kurz. Was hast du da? Prost. Ich habe hier... Hallo Borgheide, hallo Welt, da sind wir wieder, nämlich der Matze und der Lutze. Was hast du an dem T-Shirt an heute? Ich habe hier, ich bin vorbereitet, und du? Ach, ich bin auch vorbereitet, ich habe T-Shirt auf dem Rücken. Warum guckst du mir in die Brust? Das bei der letzten Sendung, ja, so bist du vorbereitet. Ja, Matze, du hast ja einen Zettel geschrieben, mal gucken, ob ich das lesen kann, was du geschrieben hast. Ein ganz einfach, am Ende des Jahres ist es mal Zeit, auf die schönsten Sachen des Jahres zurückzublicken. War jetzt nicht so gut. So, das war jetzt der Jahresrückblick. Mehr haben wir eigentlich nicht, ne, in diesem Jahr. Das war unser Jahresrückblick. Wobei, uns hat ja Corona gar nicht, also wir haben ja jede Woche eine Sendung gemacht, haben wir schon gesagt, letzte Woche. Habe ich Corona gesagt? Hast du gesagt? Entschuldigung, ihr müsst mitmachen. Ja, wir sind kurz vorm Ende des Jahres. Kurz, wir sind noch nicht ganz angekommen, aber wir machen jetzt schon das Jahr zu Ende für uns, oder? Ja, mit unserer großen, was hat er gesagt letzte Woche? Silvester-Wunschrakete. Pass auf, Zündung. Es hat schon längst geknallt gehabt, sag ich dir. Es hat schon längst geknallt gehabt. Du sollst aber nicht hier in den Räumen rumballern. Ganz heiße Ware dieses Jahr, ne? Ich habe gehört, es gibt wohl kein Silvesterfeuerwerk zu kaufen. Ich habe auch keins. Ich sage jetzt nichts, sonst lebe ich gefährlich. Ich habe keinen Knaller. Ja. Ich habe genau die Sprechblase über den Kopf eben gesehen. Warum gefällt dir mein rotes Ding nicht? Die waren mitten im Bild. Ach, die waren mitten im Bild. Dann sieht man dich nicht. Ja, wir werden heute das Video strecken, indem wir so viel wie nichts erzählen, Matze. Ach, mal zwischendurch auch einnicken. Ja, nein, wir nickt haben wir letztens, das war nicht gut. Ja, so, wir haben jetzt zwei Themen schon mal abgehandelt. Heute, Nachrichten. Hightechland? Nee, was für Nachrichten? Hightechland Deutschland, ja, wir impfen. Also es wird geimpft, ja. Und zwar ordentlich. Und nicht nur doppelt, auch nicht fünffach. Fünffach wird geimpft. Fünffache Dosis, ja, habe ich gelesen, ja, heute. Man war so clever in MacPom. Fünffach, acht Leute, habe ich gelesen, sind mit einer fünffachen Dosis geimpft worden und liegen jetzt im Krankenhaus. Mit grippeähnlichen Symptomen. Grippe, jetzt auf einmal heißt das Zeug grippeähnlich oder wie? Das sind Corona-ähnliche Symptome, ja, und nicht grippeähnliche. Ich hoffe mal für alle anderen, die noch geimpft werden, passiert das nicht nochmal. Naja. Denn, wie gesagt, so schön, unsere Regierung feiert sich ja für die perfekte Pandemievorbereitung. Also sie waren ja perfekt auf die Pandemie und alle Folgen vorbereitet. Aber ich glaube, diese Nachricht kann man sich echt sparen. Ich sage jetzt nichts dazu. Wir werden nachher abgeschaltet hier von YouTube oder so, wenn diese Sprüche uns von uns schaltet sind. Keiner. Meinst du nicht? Da sind wir noch die harmlosesten hier. Ja, ist wahrscheinlich. Aber man weiß ja nie, ich traue dir ja neben keinen mehr. Ich bin ja skeptisch geworden. Machst du mal die Wunderkerze an? Später. Ist das die Winterkerze? Nee, wie machen wir die? Ja, kann ich dir ans Ohrläppchen hängen nachher. Wir haben nämlich Wunderkerzen, weil es ist ja fast Silvester. Zählt das auch unter Knaller? Ist das auch verboten? Nee, es knallt ja nicht. Kannst du damit übrigens die Tests machen. Du musst es anzünden und dann... Können wir riechen, wie blöd man ist. Ja, schon klar. Was haben wir noch? Borgheide. Was hast du denn geschrieben? Was war so los und was kommt so? Was ist das hier mit der Regierung und den Leistungen und der Pandemie? Und Kann man sich sparen, habe ich gesagt. Ach, da kann man sich sparen? Sparen. Ja, du hast recht. Kann man sich sparen. Ja, Borgheide. Wir haben also ganz wenig Nachrichten bekommen, was wir jetzt hier noch so, keine Veranstaltung. Ganz so stimmt es nicht. Keine Partys. Doch, es gab Veranstaltungen. Der Weihnachtsmann war da. Stimmt, auf dem Marktplatz. Waldbad war geöffnet. Wir hatten sogar ein Volleyballturnier. Fußball wurde gespielt. Gab es auch ein paar Filmchen? Gab es auch ein paar Filmchen. Wir hatten sogar ein Eisbaden am 1. Januar. Wir hatten ein Eisbaden am 1. Januar. Da fällt mir ein, ist denn am Freitag Eisbaden? Wahrscheinlich für Krähenvögel etc., die mal ein bisschen Wasser schnappen wollen, schon. Für dich und für mich im Waldbad nicht. Also im Waldbad nicht, aber ich habe hier unten Pool, da gehe ich du rein. Du kannst in deinen Pool gehen, du kannst auch hier Eisbaden.
in Abstand Leute einladen, die bei dir im Pool reingehen können. Ja, wer möchte? Ich habe hier, hab hier so ein Fass zum Abtauchen. Ist richtig kalt. Ich gehe da jeden Morgen rein. Wer möchte, kann sich am 1. Januar mit Maske. Ich fand da die Variante, die Hartmut übrigens hat. Hallo Hartmut, schöne Grüße, auch nachträglich zum Geburtstag. Darf man das sagen? Ja. Gut, der Kuss der Woche ging an Hartmut. Genau. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Wir hatten ja telefoniert, aber ich habe gehört, du bist nicht älter geworden dieses Jahr. So und auch den, allen anderen, wir auch nicht. Alle anderen, die im Dezember jetzt Geburtstag hatten, auch nochmal herzliche Glückwünsche. Bei Hartmut war es viel schöner in seinem Pool, als wir da mal ein Filmchen gedreht haben. Im Whirlpool. Da war es aber heiß drin. Ja, das ist was für mich. Du gehst hier in so kalte Brühe, aber ich kann sowas nicht. Ich bin ein bekennendes Weichei. Hm. Und? Trotzdem 50 geworden. Geht doch so. Du bist 50 Jahre alt? Ja. Hast du überlebt bis dahin? Ja. Hast du ja auch schon geschafft vor 10 Jahren, glaube ich. So, Corona warten auf die Zahlen der W-Feiertage. Ja, warten wir mal ab. Ne? Jetzt, wir sind ja jetzt zwei Tage nach Weihnachten. Hm. Und du hast gesehen, dass die Inzidenz gestiegen ist, ja? 9 Verdächtige haben wir hier. Mehr. 9 Verdächtige. Mehr. Und 24 mehr? In Summe waren es wohl. Das heißt, jetzt, wo sie alle zu Hause sind, wird es mehr als sonst, wo sie alle arbeiten gehen. Ich hoffe, du gehst bald wieder arbeiten, damit du gesund bleibst. Ich bleibe schön zu Hause und gesund und arbeite da auch wieder im kommenden Jahr. Denn da müssen wir uns noch, bis dahin müssen wir noch durchhalten. So ist es. So, viel mehr haben wir eigentlich schon gar nicht mehr zu erzählen fast. Außer, Matze, nee, das Wetter lassen wir weg, du kriegst das nicht hin mit dem Schnee. Du laberst wieder Zeug. Gibt's denn Schnee? Heute Abend. 21 Uhr. Willst du nicht wissen. Ja, das ist ja dunkel, da sieht es ja keiner. Ich kann doch erzählen, was ich will. Und bis Silvester hin werden wir, wird's kälter. Tagsüber nur noch 0 Grad ab Silvester und nachts bis minus 3. Ja, und wie sieht's mit Feuchtigkeit aus? Prickelnd. Sieht's aus mit Feuchtigkeit. Also, hier hinten, aber hier das Feuerwerk, was hier läuft. Hm? Auch schön, ne? Echt cool. Könnt ihr euch abspeichern, weil dieser gibt es ja keins. Hm. Hm. Ich habe hier ein Modell von deiner Frau, Matze. Hast du wann hast du das machen lassen? Muss die immer. Okay. Wir müssen jetzt vorsichtig sein, nicht, dass YouTube uns wieder das Video stört. Ja, ja. Wieder. Ja, so jetzt Wetter, los, erzähl. Hab ich doch gerade. Ja. Es wird ein bisschen kälter. Es wird heute Abend kommt ein bisschen Schnee und das war's. Das sehen wir nicht. Und dann ist Wetter vorbei ab nächstes Jahr? Nächstes Jahr lassen wir das Wetter einfach ausfallen, das ist alles Quatsch. Das ist übrigens unsere letzte Sendung hier bei Borkheide News TV. Ich glaube zumindest für dieses Jahr. Oder ja. Grundsätzlich? Mal sehen. Ach, nein, eigentlich nicht. Oder können wir denn aufhören? Nee, ne? Sollen wir aufhören? Fragezeichen. Bitte könnt ihr die Kommentare schreiben. Ja. Was ihr euch sollen wünscht. Wir aufhören? Was ihr euch für 2021 wünscht, ja. Weil dann hätten wir mehr Zeit montags. Dann kann ich mehr auf meine Baustelle gehen, kann da ein bisschen was machen. Was, wenn wir mehr machen müssen? Nee. Das heißt, wenn ihr meint, wir sollen aufhören, weil ihr habt die Nase voll von uns, hören wir auf, ne? Ja, aber ich kann dann den Lutz mitnehmen, dann können wir bei mir Pflaster legen noch so ein bisschen. Dann ist der auch beschäftigt und macht hier nicht immer nur Blödsinn am Rechner. Heftpflaster legen. Heftpflaster. Sonst noch was? Nö. Ja. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, ob ihr uns noch weitersehen wollt oder nicht. Und was euch so bewegt hat in diesem Jahr. Genau. Dann können wir mal auch in der nächsten Sendung machen wir ja nicht mehr. Ne? Es sei denn, das Volk will es. Dieses Jahr kommt keine Sendung mehr. Ich glaube, der Stefan baut seine Pyramide jetzt ab in Borkheide. Weihnachten schon? Ist vorbei. Jetzt schon? Ja, ich glaube, inzwischen. Wie heißt es? Zwischen der Jahre. Jetzt. Auf jeden Fall haben welche unser Video mit der Pyramide gesehen und haben mir mitgeteilt, dass sie aufgrund dessen dahin gefahren sind, um sich mal anzugucken. Und die wollten da auch was reinstecken, haben aber nichts gefunden, wo sie Geld reinstecken können. Ich habe gesagt, Briefkasten. Habe ich doch gesagt. Briefkasten. Aber das können wir nächstes Jahr nochmal üben. Ich glaube, Stefan kommt nicht drum rum. Er will sie ja nicht mehr aufbauen. Den Briefkasten, der hängt dann aber nächstes Jahr bei mir hier. Und die ganze... Komm, jetzt lassen wir es hier. Jetzt, oh, guck mal, ist das schön. Oh. Wir wünschen euch schöne Silvester. Lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt immer froh, Mut. Trinkt nicht allzu viel Alkohol. Und wenn ihr das nicht alleine schafft, kommen wir rum und helfen euch. Oder? Ja. Wir helfen euch. Natürlich. Also ihr müsst das Zeug nicht alleine reintrinken. Nicht im Januar. Im Januar machen wir wieder unser alljährliches Trockenfestival. Trockenfestival. Wir sind immer trocken im Januar. Komplett. Also so... Auch duschen darf ich noch, ja? Ja, ja. Oh, ist das Jahr jetzt zu Ende? Gut, das war's, ne?
Matze. So, lassen wir das Jahr, sagen wir Tschüss zum Jahr und sagen wir ein ganz großes Auf Nimmerwiedersehen 2020. Und herzlich willkommen Jahr 2021. Auf dass es besser wird. Besser wird. Matze, wir wünschen uns ein viel besseres. Wir wünschen euch auch alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Vertreibt euch nicht so. Au! Geht doch. Prost! Wow.